liebe Camper, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wir befinden uns auf dem Weg Richtung Ostsee. Da wir aber noch einen Tag zu früh unterwegs sind, haben wir uns gedacht, machen wir noch einen Zwischenstopp in Wildeshausen. Wildeshausen ist von uns ungefähr 200 Kilometer entfernt. Da haben wir uns den Wohnmobilstellplatz ausgesucht. Der macht einen ganz guten Eindruck und dort fahren wir jetzt mal hin. Ihr fahrt von der Autobahn Wildeshausen, Abfahrt Wildeshausen runter. Jetzt von Süden kommt, dann rechts ab, hier auf diese Landstraße. Und etwa nach 2 Kilometern geht es schon links rein zum Wohnmobilstellplatz. Ja, hier ist jetzt auch schon die Einfahrt zu sehen. Ziemlich große Einfahrt, kann man auch mit großen Wohnmobilen gut anfahren. Auch die Plätze sind ziemlich groß, also eigentlich gar nicht schlecht für so eine Zwischenübernachtung. Hier fahrt ihr dann auf diesen Parkplatz, meldet euch in der Frittenschmiede, heißt dieses Restaurant, und meldet euch da an, bezahlt auch gleich dann. Und dann fahrt ihr einfach auf den freien Platz, den ihr findet, und stellt euer Wohnmobil ab. Ja, hier auf der rechten und auf der linken Seite sind überall Stromsäulen. Hier rechts stehen die Wohnmobile. Ob man sich später, wenn hier voll ist, auch links hinstellen kann oder darf, weiß ich nicht. So voll wurde es den Abend aber auch nicht. Wir haben uns dann hier einen schönen Platz ausgesucht. Stromsäulen sind genug vorhanden. Bei der Anmeldung, die junge Frau, die war sehr, sehr nett, hat uns alles erklärt, wo die Sanitärgeschichten sind und Grauwasser und so. Aber echt freundlich, muss man sagen. Kann man empfehlen. Ja, hier ist der kleine Badesee. Die Besitzerin von dem Wohnmobilstellplatz hat gesagt, Karibik-Flair. Na, zumindest ist der Sand schon mal da. Ob man hier schwimmen gehen kann, sieht so aus. But not for me. Aber nett gemacht. Im Sommer, wenn die Sonne scheint, Liegewiese, kann man machen. So, wir gehen jetzt bei Bericht zurück zum Stellplatz. Stellplatz. Campingplatz, Zeltplatz. Campingplatz, Zeltplatz, Stellplatz, alles da. Dauercamper. Wir sind jetzt hier als Zwischenstation gelandet. Wir wollen weiter zur Ostsee. Wir sind jetzt in Wildeshausen auf dem Stellplatz. Tja, Wildeshausen. Wildeshausen, zeige ich euch gleich noch. Also jetzt eine große Wiese hier. Überall Strom und Frischwasseranschlüsse an jedem Stellplatz. Und Strom ist inklusive, zumindest bei den Wohnmobilstellplätzen. Frischwasser auch, WLAN kostenlos, Dusche, Klo, alles da, und wir haben bezahlt 12 Euro. Kann man nicht meckern, ne? Ja, aber noch nicht das WC und die Dusche gesehen. Nee, das haben wir noch nicht gesehen. Ich weiß auch gar nicht, ob ich die sehen will. Naja, wir gehen jetzt mal zurück. Da hinten ist die Rezeption und Anmeldung. In der Frittenschmiede. Soll man gut essen, ne? Und da werden wir heute Abend wohl auch essen gehen. Die Besitzerin, die war total nett, ne? Mhm. Freundlich. Aber man hört die Straße hier, ne? Ja, man hört die Straße, die Landstraße hier. Und wahrscheinlich. Die, genau, und die Autobahn im Hintergrund. Der Platz ist auch nur 1,5 Kilometer von der Autobahn weg. Hier ist noch ein Durchgang. Und da hinten seht ihr den Biergarten. Da gehen wir jetzt aber nicht hin, sondern erst später. Hier ist der Wohnmobilstellplatz, 2 Reihen. Wie gesagt, jeder Platz hat Strom, Frischwasser.
und kostenlos WLAN. Ja, hier ist eine der Sanitäranlagen. Nicole guckt da gerade rein. Guck mal, wie Nicole guckt. Guck mal. So sind die, so sind die. Muss man nicht haben. Muss man nicht haben. Gut. Da hinten ist Müllentsorgung. Da hinten, wo der... Da ist nochmal so eine Duschdings, wo der Mann da ist, Frischwasser holt. Und Chemieklo lernen. Und Chemieklo lernen, genau. Und war da noch irgendwo? Hier auch irgendwo noch, ne? Das ist Grauwasserentsorgung. Grauwasserentsorgung. Ach da, ja genau, in der Wiese, da. Da irgendwo hier vorne. Ja, ansonsten, wie gesagt, eine Wiese, Platz für, wie viele Wohnmobile, Nicole, hast du gesagt? Keine Ahnung. Keine Ahnung, Wohnmobile. Ich sag mal so, ja, du musst ja den ganzen Platz berechnen, keine Ahnung. Ja, diese, ja, weiß ich auch nicht. Ich glaube, 64 waren angegeben. 64 Plätze, okay. Mhm. Also für eine Nacht ist das doch okay. Für 12 Euro mit allem drum und dran. Hier ist doch das Schild Wohnmobileinfahrt. Da hinten ist wohl für Wohnwagen. Ja. Wir gehen jetzt mal so. Ja, und da stehen wir. Bis morgen. Und fahren dann weiter. Ja, das war's jetzt erstmal. Wir nehmen euch nachher nochmal mit vielleicht. Wenn wir da essen gehen, mal gucken, wie viele Leute da sitzen. Ansonsten sagen wir mal bis später. Ja, bevor ich das vergesse, hier ist nochmal so eine Stromsäule. Ja, kann man die Sicherung wohl auch wieder selber reinmachen. Plus sogar Satellitenanschlüsse. Ob die aber funktionieren, da hat die nichts von gesagt. Frischwasser. Da noch mal Strom, alles super. Ganz nett hier für eine Nacht. Wir haben uns jetzt gerade entschieden, wir gehen doch jetzt sofort darüber zum Essen. Und ja, dann zeigen wir euch nachher mal, was es hier gab. Sah eigentlich gar nicht schlecht aus auf der Speisekarte. Nicole grinst da hinten. Naja, wir nehmen euch dann mal mit. Bis später. Ja, jetzt sind wir hier am Restaurant Frittenschmiede. Wir haben uns schon ein Plätzchen ausgesucht. Und jetzt werden wir erstmal lecker Abendessen. Ja, Nicole hat jetzt unser Essen geholt. Ne? Einfach mal bestellt. Heute gibt es hier schweinegeschnetzeltes Gyrosart mit Pommes und Tzatziki und ein bisschen Krautsalat und leckeren Bier dabei. Die Sonne scheint und wollen mehr. Ich würde sagen, das war's für heute. Ne? Guten Hunger. Bis dann. Tschüss.